Seid gegrüßt, Sternenbürger. Hier ist wieder das Star Citizen News Radio, euer Hyperraumsender für den deutschsprachigen Teil dieser Galaxie. Wir wollen euch auch heute wieder mit News, Fakten und Fiktion rund um Star Citizen und Squadron 42 versorgen. Und wir sind Mira Luna und Stardust. Vielen Dank für euer Interesse an unserer letzten Folge in Form von Mails und den vielen Klicks auf unserem YouTube-Channel. Ihr seid wirklich eine absolut super Community. Unser besonderer Dank geht an alle unsere Partnerseiten. Vielen Dank fürs Verlinken. Ihr findet ihre Links auf unserer HB. Und nicht zu vergessen unsere unermüdlichen Helfer, die uns mit News und ihrem Know-how unterstützen. Vielen Dank an euch. Hallo, ich bin Chris Roberts. Und ich bin Sandy Gardner. Wir möchten uns bei der deutschen Community für den Support for Star Citizen bedanken. Die aktuellsten Informationen rund um Star Citizen und Squadron 42 findet ihr bei Merelune und Stardust auf starcitizennewsradio.de. See you in the verse! Die 64. Folge von Star Citizen News Radio wollen wir mit der Episode 16 von 10 for the German beginnen. Chris sagt, zuerst möchte ich mich bei der Operation Pitchfork bedanken. Sie haben mir ein handgefertigtes Van-Duhl-Messer geschenkt. Sie haben auch einen Brief an den High Secretary beigelegt, in dem sie um die Unterstützung der UEE für die Operation Pitchfork bitten. Er sagt, dass der High Secretary diesen Brief auf jeden Fall bekommen wird. Außerdem freut er sich darüber, dass in diesem frühen Entwicklungsstadium von Star Citizen die Rollenspielinhalte schon so groß sind. Er findet das großartig. Kommen wir gleich mal zur ersten Frage. Hallo Chris, was ist das größte Schiff, das ein Spieler legal kaufen und in seinem Hangar parken kann? Ist das eine Idris oder darf ich davon träumen, einer Javelin einen sicheren Platz in meinem Hangar zu geben? Ich gehe nicht davon aus, dass du ein Schiff, das größer als die Idris, kaufen und in deinen Hangar unterstellen kannst. Wir arbeiten immer noch daran, wo wir die größeren Schiffe unterbringen werden. Das wird wahrscheinlich im Orbit sein und ihr könnt dann mit Shuttles auf die Oberfläche des Planeten fliegen. Aber wie gesagt, das haben wir noch nicht endgültig entschieden. Können wir von der prozeduralen Generation erwarten, dass wir Planeten erforschen und in ihrer Atmosphäre fliegen können? Wird es dann zusätzliche generierte Planeten zu den schon vorhandenen geben? Und ist es möglich, dass mit der prozeduralen Generation ganz neue Gebiete und Planeten entstehen können? Wir arbeiten ja gerade an der prozeduralen Generation. Und das Erste, was wir damit machen, ist die Erstellung von Asteroiden und Asteroidenfeldern. Dann wollen wir mit den Sonnensystemen weitermachen und danach natürlich mit der Entwicklung von Planeten. Und zuletzt kommt die Oberfläche der Planeten und die Landezonen zur Entwicklung. Ganz am Schluss werden wir es möglich machen, dass ihr in der Atmosphäre fliegen könnt und interessante Orte auf diesem Planeten entdecken könnt. Aber das liegt noch in einer sehr fernen Zukunft. Du musst trotz der prozeduralen Generation ja immer noch die Städte, Landezonen und so weiter auf den Planeten erstellen. Ich will und kann es euch noch nicht versprechen, ob das mit dem Fliegen in der Atmosphäre möglich sein wird, weil wir erst bei der Erforschung dieser Technologie sind. Aber wir werden es versuchen umzusetzen. Sind NPCs unbegrenzt in der Galaxie verfügbar? Ist es möglich, dass eine Rasse vollständig ausgelöscht werden kann? Oder können die NPCs in der Menge, in der sie getötet werden, wieder aufgefüllt werden? Die Bevölkerungszahl ist ebenfalls von der Wirtschaft abhängig. Wenn ein Ort sehr attraktiv ist, werden mehr Leute dorthin gehen wollen und die Bevölkerung wächst an. Und wenn es in einer Gegend nicht so gut läuft, geht die Bevölkerung von dort weg. Die Anzahl der Bevölkerung in der Galaxie wird zwar schwanken, durch Kriege, Seuchen und so weiter, aber ich glaube nicht, dass es möglich sein wird, eine ganze Rasse auszulöschen. Kannst du uns bitte das Person of Interest System POI erklären? Wie können wir andere Leute zu POIs für uns machen? Benötigen wir dazu ihre Einwilligung oder kann ich jeden, dessen Namen ich kenne, zu einer POI für mich machen? Die Idee dahinter ist, dass du dir selbst aussuchen kannst, wen du zu POI machst und der andere nichts davon bemerkt. Es soll dir dabei helfen, eine Person zu verfolgen. Wenn er den Planeten verlässt, bekommst du es mit und kannst ihm wiederum folgen. Damit wird es für dich einfacher, ihn zum Beispiel im Weltraum irgendwo zu treffen oder, falls ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt ist, sich dieses zu holen. Es ist klar, dass NPCs das Universum bevölkern, aber ist es möglich, dass solche NPCs sich auch Organisationen von Spielern anschließen?
wird es möglich sein, dass mein kleiner Kult NPC-Mitglieder hat? Können Piratenclans NPC-Mitglieder haben oder können NPCs bei Unternehmern auch nach Arbeit fragen? Oder können von Spielern erstellte Organisationen nur Spieler beitreten? Wenn du jetzt zum Beispiel ein Unternehmen hast, dann wird es möglich sein, dass du NPCs oder Spieler einstellen kannst. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob es möglich sein wird, dass NPCs Spielerfraktionen beitreten können. Also NPCs werden auf deinen Schiffen anheuern können, aber ich denke nicht, dass sie deiner Organisation beitreten können werden. Hallo Chris. Wie wir ja schon wissen, ist die Schadensdetails eines Schiffes schon ziemlich ausgeprägt. Doch wie sieht es da bei unseren Charakteren aus? Wird es bei ihnen verschiedene Arten von Verletzungen, zum Beispiel Blutungen oder Knochenbrüchen und so weiter geben? Und wie sieht es da mit der medizinischen Versorgung durch Search and Rescue, Suchen und Retten, Teams aus? Ja, es wird auch bei den Charakteren ein sehr detailliertes Schadenssystem geben. Ich habe das ja schon im Death of a Spaceman beschrieben. Es wird auch möglich sein, dass du schwer verletzte Spieler medizinisch versorgen kannst und ihnen somit das Leben retten kannst. Da es ja möglich sein wird, dass unsere Charaktere sich zur Ruhe setzen oder vielleicht sterben, ist es dann möglich, die Geschichte unseres Charakters festzuhalten? Wird es so eine Art Stammbaum geben? Ja, das wird es geben. Auch das hatte ich ja schon in Death of a Spaceman beschrieben. Es ist ja auch so, dass wenn du etwas Wichtiges im Universum schaffst, dass du in die Galaktipedia kommst und dort verewigt wirst. Wird es im Spiel große dynamische Events wie zum Beispiel einen Krieg zwischen der UE und den Banduls oder den Xian geben? Es wäre ziemlich cool, wenn es solche galaxisweiten Events geben würde. Ja, wir wollen definitiv solche großen Events machen. Möglicherweise Kriege oder Naturkatastrophen und so weiter auf einem Planeten oder in einem System. Wir wollen auf jeden Fall, dass die Spieler an solchen Events teilnehmen können. Das ist der Plan. Ich weiß, dass ihr an einem Rating-System arbeitet, damit man sehen kann, wie gut oder schlecht ein Spieler ist. Wie wird man dieses Rating erkennen können? Wird angezeigt, ob er besser oder schlechter als jemand ist, oder wird es zum Beispiel eine Art 5-Sterne-System geben? Kann ich einem Spieler dann zum Beispiel 5 Sterne geben, wenn ich mit ihm zufrieden bin? Das Bewertungssystem wird das erfassen, was du bewertest und das, was die anderen vor dir für diesen Spieler gewertet haben. Du siehst also sofort, ob er gut oder schlecht ist. Wird es Sprungpunkte geben, die für größere Schiffe nicht benutzbar sind? Ich meine jetzt von der Größe her wie die Idris oder Constellation. Sie können nicht durch einen bestimmten Sprungpunkt, aber die Aurora kommt durch. Ja, solche Sprungpunkte wird es geben. Durch manche können nur große Schiffe und durch manche nur kleine. Andere wiederum sind für alle benutzbar. Das war's schon wieder mit den 10 Fragen für diese Woche. Ich hoffe, dass meine Antworten informativ für euch waren. Vielen Dank an alle Subscriber und Bäcker, die das alles erst möglich machen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Vielen Dank und goodbye. Und nun geht es weiter mit dem 42 Millionen Dollar Stretch Goal. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir von The Man himself, Chris Roberts, einem Letter zum 42 Millionen Dollar Stretch Goal bekommen. Wir haben 42 Millionen Dollar im Crowdfunding erreicht. Ich kann mir keinen besseren symbolischen Sieg als das Erreichen dieser 42 Millionen Dollar vorstellen. Der Sinn des Lebens, das Universum und alles, ist jetzt diese Menge an Geld, mit der wir ein neues Universum erschaffen können. Ich möchte den vielen Citizens von euch danken, die zur PAX East gekommen sind, um die Vorstellung des Arena Commanders zu sehen. Wir werden im Laufe der Woche noch einige Aufnahmen davon mit euch allen teilen, damit ihr sehen könnt, was wir euch wegen der technischen Probleme während der Show nicht zeigen konnten. Von den technischen Pannen abgesehen, war es sehr erfreulich, die Reaktion derjenigen zu sehen, die den Arena-Commander anspielen konnten. Sie liebten das Spiel und was noch viel wichtiger ist, sie haben verstanden, in welche Richtung Star Citizen gehen wird. Ich kann es kaum erwarten, es der ganzen Community, die dieses Spiel erst möglich gemacht hat, zu zeigen. Wir fügen dem Spiel nun einige Ergänzungen hinzu und geben unseren treuen Bäckern einige Belohnungen für das Erreichen der 42 Millionen Dollar. Aktualisierung für den Observist Guide. Mit den zusätzlichen Mitteln aus dem 42 Millionen Dollar Stretch Goal werden wir die Webseite im Bereich der Galaktipedia ausbauen. Freut euch auf holographische Schiffe, Gegenstände und das gesamte Navigationsinterface in 3D. Du kannst deine Schiffe direkt auf der RSI-Seite ausrüsten und bewundern.
Explorer Movie Glass. Jeder Bäcker, der vor dem 42 Millionen Dollar Stretch Goal dabei war, kann Star Citizen mit seinem eigenen unverwechselbaren visuellen Movie Glass in der Exo Glass Version beginnen. Mit ihm hast du jederzeit Zugriff auf den Observist. Ich habe dem Movie Glass Team eine sehr schwierige Aufgabe gegeben. Sie sollen für euch Spieler ein realistisches Interface geben, mit dem es möglich sein wird, in einer expandierenden Galaxie eure Angelegenheiten in Ordnung zu halten. Es ist schon fast wie der Aufbau eines neuen zukünftigen Betriebssystems und es ist völlig anders als das Entwickeln neuer Raumschiffe. Dieses Bäcker-exklusive Mobiglas wird zusätzliche galaktische Informationen enthalten, welche neue Spieler normalerweise erst erkunden oder tauschen bzw. handeln müssen. Es ist unsere Art, euch dafür zu danken, dass ihr das ganze letzte Jahr über Informationen zum Star Citizen Universum auf der RSI-Seite und in der Community gesammelt habt. Gladius. Das Squadron 42 Team wird einen zusätzlichen Jäger für das Spiel entwickeln. Den Aegis Dynamics Gladius. Einen leichten Jäger. Die Gladius wird das erste Schiff sein, das von der Konzeptphase bis hin zur Integration in die Cryengine ganz in Großbritannien entwickelt wird. Hier ist die offizielle Beschreibung. Die Aegis Gladius ist ein leichter Kurzstreckenpatrouillenjäger der UEE. Sie ist ein Einsetzer und nicht erweiterbar. Das Schiff ist sehr schnell und wendig und seine Schlagkraft liegt weit über seinem Gewicht. Die Hauptvorteile dieser Konstruktionsweise ist, dass es billig in der Herstellung, leicht zu reparieren ist und dass man neue Piloten schnell darauf ausbilden kann. Die Gladius ist schon ein älteres Design und nähert sich dem Ende seines Lebenszyklus, wird aber mit neuen Upgrades immer noch als ein flinker Kämpfer in der Flotte geschätzt. Jetzt kommen wir zu meiner Lieblingsbelohnung, nämlich zu dem Handtuch. Außerdem bekommt jeder Bäcker, der vor dem Erreichen des 42 Millionen Dollar Stretch Goals dabei war, ein Handtuch für seinen Hangar. Erforscht die Galaxie nicht ohne euer Handtuch. Das Team hat schon mal ein paar vorläufige Entwürfe des Handtuchs für diesen Beitrag bereitgestellt. Verwendet eure Observist-Handtücher mit Stolz, denn sie sind nur für Bäcker, die uns vor diesem Betrag unterstützt haben. Genau wie für den Arena-Commander werden wir noch eine Fiction-Geschichte für das Handtuch bringen. An erster Stelle soll es ein Anreiz für deinen Charakter sein, dass er die Observist abonniert. Für das 44 Millionen Dollar Ziel habt ihr euch für den zusätzlichen Hangarraum entschieden. Das Raumsystem wird zurzeit noch von Behavior entwickelt und wird euch zur Premiere des kommenden Asteroidenhangars mit vorgestellt. Alle Bäcker, die uns vor dem 44 Millionen Dollar Ziel unterstützt haben, erhalten folgenden zusätzlichen Raum zu ihrem Hangar. Stellare Kartografie. Wir haben den Kartenraum dem Spaziergang zu fernen Horizonten im Star Citizen Universum gewidmet. Der Kartenraum ist eine 3D-Darstellung des bekannten Universums. Dieser Kartenraum wird zu Beginn mit den grundlegenden Leitfaden für das United Empire of Earth starten und wird dann durch deine Entdeckungen, wenn du unerforschte Welten und ihre Geheimnisse erforscht, ständig erweitert. Du kannst diese Karte zu genauesten im ganzen Universum erweitern und sie deinen Besuchern zeigen oder ihre Geheimnisse zu Sprungpunkten und Handelsposten für dich behalten, so dass dir niemand folgen kann. Diese Karte ist direkt mit dem Observist's Guide verlinkt, damit ihr schnell und unkompliziert Informationen über zu den gerade am dringendsten gebrauchten Ärzten auf MacArthur bis hin zu wer stellt die beste Pasta auf Terra her finden könnt. Außerdem könnt ihr in diese Karte Notizen zu euren Reisen und Begegnungen eintragen. Sie ist viel mehr als eine Karte. Sie ist euer digitales Tagebuch. Das Entwicklerteam ist heute wieder damit beschäftigt, das Dogfighting-Modul für den Release vorzubereiten. Wie immer, vielen Dank an euch alle, die das, was ihr letzte Woche gesehen habt, erst möglich gemacht haben. Das Erreichen der 42 Millionen Dollar bedeutet, dass noch mehr Ressourcen für die Entwicklung des Rares bereitstehen. Zum Schluss bieten wir euch noch an der Abstimmung der Belohnung zum 45 Millionen Dollar Stretch Goal teilzunehmen. Was möchtet ihr als Spielerbelohnung für das nächste Stretch Goal erhalten? A. Eine neue Schiffswaffe. B. Upgrade der Scanner Software. C. Ein neues rollenspezifisches Outfit. D. Antriebstuning Kit. E. Einen zusätzlichen Skin für euer Schiff. F. Eine Weltraumpflanze. G.
ein geheimnisvolles Objekt. Ja, das war schon wieder mit der Letter from the Chairman zum 42 Millionen Dollar Stretch Goal. Bei uns geht es weiter mit der Zeitlinie 5, gelesen von Fugal aka Semi. Viel Spaß dabei! 2438. Hallo! Bei der United Times Tribune News Org Archive. Erstveröffentlichung 12. Juni 2438 von Shelley Field. Wir alle haben uns die Frage immer wieder gestellt. Seit wir in den Weltraum aufbrachen, fühlten wir uns außerordentlich einsam da draußen. Durch alle Entdeckungen von Sprungpunkten und außerirdischen Systemen hindurch fühlten wir uns alleine in der Schwärze des Alls. Inzwischen hat sich alles geändert. Jetzt haben wir die Antwort. Jetzt wissen wir es. Ungefähr um 3.13 Uhr SET scannte Vernon Tarr, ein 36 Jahre alter Forscher, das Darwin-System auf unentdeckte Sprungpunkte. Nur mit dem Summen seines Langstreckenscanners als Gesellschaft trieb er langsam durch die Schwärze. Unvermittelt hatte Tarr einen Treffer. Wenn man so lange in der Stille verharrt, erschreckt einen in der ersten Sekunde jedes plötzliche Geräusch, erzählte Tarr über das Datacom. Nach dem kurzen Schreck checkte ich meinen Monitor. Nun, es war kein Sprungpunkt. Es war ein Raumschiff. Im ersten Moment dachte Tarr, dass es ein anderer Forscher oder ein verloren gegangenes Schiff war, also kümmerte er sich nicht weiter darum. Ich hatte nicht vor, es weiter zu beachten, da ich mir sicher war, dass es sich um einen anderen Springer handeln würde, der nach demselben suchte wie ich. Erst als das Schiff immer näher kam, begriff er, was er da vor sich sah. Den ersten Angehörigen einer außerirdischen Rasse. Als ich meinen ersten Schock überwunden hatte, wurde mir klar, dass dies eine äußerst heikle Situation war. Eine Weile lang starrten wir uns einfach nur gegenseitig an. Tarr nahm Kontakt mit dem UNESOC auf und übermittelte seine Koordinaten. Schnell wurde eine Gruppe aus Abgeordneten zusammengestellt und beeilte sich, an den Ort der Begegnung zu kommen. Kräfte des Militärs waren ebenfalls vor Ort für den Fall, dass sich die Rasse feindlich gesinnt zeigen sollte. 40 Minuten dauerte dieses erste Treffen. Die Kräfte der UNE blieben dann wartend auf die Reaktion der Fremdrasse zurück. Wissenschaftler arbeiten aktuell noch an der Entschlüsselung und entwickeln Programme, welche eine Übersetzung der Sprache und die weiteren Kommunikation ermöglichen sollen, aber wir können stolz darauf sein, dass wir unseren ersten Kontakt mit einer fremden Rasse mit dem Fingerspitzengefühl und der Würde einer hochentwickelten Rasse gemeistert haben. Nun wissen wir also sicher, dass es da draußen mindestens eine andere Rasse gibt, eine weitere Zivilisation, mit der wir uns austauschen und weiterentwickeln können. Ereignisprotokoll. Übermittelt an HSOC Central. Verfasser Gen Neil Sokolowitsch. Nummer 45790CO. Nur für autorisierte Personen. Kontakt mit der außerirdischen Rasse. Gegen 3 Uhr am heutigen Nachmittag wurde der Erstkontakt mit der außerirdischen Zivilisation im Darwin-System festgestellt. Ein Abriss der Ereignisse. Vernon Tarr suchte im System nach Sprungpunkten, als sein Radar eine Meldung machte. Davon ausgehend, dass es ein anderer Forscher war, eröffnete er das Feuer, bevor er realisierte, dass es sich um ein Alien-Raumschiff handelte. Er bekam Angst und machte uns Meldung. Um die Situation bedeckt zu halten, isolierten wir die Kommunikation, begaben uns sofort zu dem Ort des Geschehens und begannen umgehend mit der Standardverfahren zur Eindämmung und Medienabschottung. Soweit wir feststellen konnten, war der Außerirdische, im Folgenden als Jerry benannt, erschüttert und verärgert über den Beschuss von Tarr. Um die Situation nicht weiter zu verschärfen, benutzten wir Gesten, um Jerry zu beruhigen. Die Tech-DIV wurde umgehend kontaktiert, um sofort mit der Arbeit an einem Übersetzungsprogramm zu beginnen. Jerry ließ sie etwas in seiner Sprache aufnehmen. Weiterhin machten wir Oberflächenscans vom Raumschiff. Da wir kein Misstrauen schüren wollten, nichts Auffälliges und allzu Gründliches. Die Datei des Scans ist angehängt. Wir gaben der Presse einige Informationen und benutzten einer unserer Männer als Tarr für das Interview, um sicherzugehen, dass alles auf unserer Linie bleibt. Wir denken nicht, dass Tarr ein Problem darstellt. Wir sagten ihm ganz offen, dass er, wenn er mitspielt, der Held mit dem Erstkontakt sein kann und nicht der Idiot, der fast den ersten interstellaren Krieg ausgelöst hätte.
Tar hat es verstanden. In der Zwischenzeit setzten wir Scanfelder aus, um das Darwin-System im Auge zu behalten, ob in den kommenden Tagen und Wochen weiterer Kontakt zu erwarten ist. Ich bin sicher, Sie sind genauso neugierig auf uns, wie wir auf Sie. Sie waren neugierig. Nach 2 Wochen erschien eine Abordnung der Rasse im Darwin-System und nahm Kontakt mit Sokolovic auf. In den nächsten 2 Monaten arbeiteten beide Rassen daran, die Kommunikationsbarriere zu durchbrechen. Als dies endlich gelungen war, erfuhren wir, dass dies die Barnu waren, eine kollektive Rasse von interplanetaren Staaten, die ebenfalls erst vor kurzem angefangen hatten, den Weltraum zu bereisen. Im Oktober 2438 unterzeichneten Sokolovic und die anderen Abgeordneten den ersten interstellaren Friedens- und Handelspakt mit der Barnu. Atme freier. Die Erde ist überbevölkert. Durch Erweiterung und Terraforming gab es inzwischen eine hohe Summe an neuem Terrain für die Menschheit, aber es herrschte noch immer Besorgnis unter der Bevölkerung. Mit der Kampagne Die Luft, die du atmest von RSI begannen die Menschen allmählich hinauszugehen ins Universum und waren schließlich begierig darauf, auf einer neuen Welt einen Neuanfang zu wagen. Ein Nachrichtenaustausch zwischen Mark Carl von der Willett & NGO Advertising und François Kelsen von der RSI Corporation. Überschrift Werbekampagne. MC: Hey François, der Vertrag ist von der Rechtsabteilung abgesegnet und das Team für Design hat die NDAs unterschrieben. Sieht aus, als wären wir im Geschäft. FK: Großartig, wann können wir mit dem Brainstorming anfangen? MC: Wir stehen jetzt voll zu eurer Verfügung. Welche Art von Kampagne schwebt euch denn vor? FK: Nun, ehrlich gesagt, weiß ich es noch nicht. Macht mir einen Vorschlag. MC: Was mir als erstes in den Sinn kommt, ist, dass wir mit der Kampagne das Argument der günstigen Gelegenheit ansprechen sollten. Die Erde wird immer die Erde sein, aber wir haben zum Teil die Grenzen der Ressourcen mittlerweile gesprengt. FK: Allerdings... MC: Du gehst auf einen neuen Planeten, die Luft ist sauberer, ich weiß nicht, ich spinne hier nur so ein bisschen herum. FK: Sicher, aber ich denke, da ist was dran. Alles ist neu, ich meine, mal ehrlich, wann hast du das letzte Mal in einem Feld gesessen? MC: Du meinst ein echtes? FK: Du siehst, was ich meine. MC: Das ist also die Chance auf eine Wiedergeburt, ein Neuanfang. Es geht um Möglichkeiten, die Spannung, nicht zu wissen, was einen erwartet. FK: Aber ich will nicht, dass es sich wie ein wildes, unzivilisiertes Abenteuer anhört. Dort ist Zivilisation und dort ist Technologie. MC: Richtig, aber dort ist auch jede Menge Platz. Raum. FK: So ist es. Ich will, dass die Menschen verstehen, dass sie ein neues Leben bekommen können. Das ist genau das, was das Universum uns anbietet. Eine Chance, nochmals von vorne zu beginnen. Wir wollen ihnen die Möglichkeit bieten, um diese großartige Chance zu verwirklichen. Ja, vielen Dank, Simi. Das kam wieder total cool rüber. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und wir kommen zum Wingman's Hangar und der Week in Review. Eric sagt gleich zu Beginn, dass die Show heute nicht wirklich lang sein wird. Aber er sagt, dass es im Laufe der Woche noch ein Update zur PAX East gibt und ihr da einige Sachen sehen könnt, die wir euch leider wegen der technischen Probleme nicht zeigen konnten. Also haltet die Augen offen. Dann gab es letzte Woche noch The Next Great Starship mit einem Team-Update. Ihr konntet sehen, an was die verschiedenen Teams gerade so arbeiten. Eric sagte noch, dass er sich schon darauf freut, wenn es am Freitag mit den regulären Folgen von The Next Great Starship weitergeht. Wir haben wieder einige Neuzugänge bei Foundry 42. Das ist Stefan Rutherford, Sounddesigner, und Rick Judley, Production. Behavior arbeitet weiter am Asteroidenhangar. Sie werden ihn zusammen mit dem Room-System vorstellen und es wird alles mit BBR zu sehen sein. Sie machen eine tolle Arbeit und es gefällt mir sehr gut, was sie machen.
Dann waren wir noch auf der PAX East und hatten wirklich eine gute Zeit dort. Wir haben viele Citizens getroffen. In unserem Event haben wir zusammen mit ca. 1500 Fans gefeiert. Die Dinge sind nicht ganz so abgelaufen, wie wir sie uns vorgestellt hatten, aber die Fans waren trotzdem von dem Gezeigten begeistert. Und weiter geht es mit dem Forum Feedback und der ersten Frage. Es geht um die NPCs im Verse. Werden sie ihre Fähigkeiten verbessern, je mehr wir sie einsetzen, oder haben sie feste Fähigkeiten, die sich nicht verbessern? Ja, sie werden besser werden. Sie leveln quasi im Hintergrund. Aber nicht jeder NPC kann zum Beispiel ein Level 10 Gunner werden. Das musst du schon selbst herausfinden, wie gut ein NPC werden kann. Wird es möglich sein, das Gesetz und die ausführende Gewalt, Advocacy und Navy, zu infiltrieren und eine geheime Organisation von Dirty Cops zu bilden? Ich kann mir ein so großes Universum ohne Korruption gar nicht vorstellen. Es wird zwar einige Orte geben, an denen Korruption möglich ist, aber es wird nicht so sein, dass der Spieler irgendeine Organisation in dieser Art und Weise infiltrieren kann. Wir brauchen die Advocacy und die Navy für unsere Game Master, damit sie das Universum unter Kontrolle halten können. Apropos unter Kontrolle halten, ich denke, in unserem Forum wissen einige damit, was ich meine. Wird es der Idris Corvette, oder soll ich besser Idris Fregatte sagen, möglich sein, auf Raumstationen oder Planeten zu landen? Die Antwort darauf ist, dass wir uns darüber momentan noch nicht ganz im Klaren sind. Zuerst gingen wir davon aus, dass sie auf Planeten landen können wird. Aber dann passierte etwas, sie wurde größer und wir können es noch nicht genau sagen. Das Schiff befindet sich ja auch noch in der Entwicklung. Also sagen wir, dass wir es noch nicht wissen. Wird es möglich sein, unsere eigenen HUD-Designs zu entwickeln und sie dann im persistenten Universum zu releasen? Die kurze Antwort darauf ist nein. Vielleicht machen wir es möglich, dass dies auf privaten Servern geht. Das mit dem HUD verändern ist nicht so einfach, da auch das Backend mit einbezogen ist. Aber unsere Fans sind ja sehr kreativ und findig. Wenn ihr etwas habt, könnt ihr es an uns schicken. Und vielleicht werden wir es verwenden können. In einigen Spielen, wie zum Beispiel in IRL, kann man Raketen ausweichen oder sie früher zur Explosion bringen, so dass die Detonation weiter weg vom Flugzeug ist. Wird es auch in Star Citizen möglich sein, Raketen entweder mit Können, Flares oder durch geschicktes Manövrieren zwischen Asteroiden auszuweichen? Also, unsere Raketen haben ein Verfallsdatum. Das heißt, sie fliegen nicht ewig umher, sondern explodieren dann einfach. Wenn du ein sehr guter Pilot bist, kann es schon möglich sein, dass sie weit weg von dir oder in der Nähe von jemandem anderen explodieren. Aber natürlich sind Gegenmaßnahmen wie Flares und so weiter schon der bessere Weg, eine Rakete loszuwerden. Wird es uns möglich sein, Zertifikate zu bekommen, sodass es uns möglich ist, mehr Arbeit im persistenten Universum zu bekommen? Als Beispiel, ein medizinisches Zertifikat, eines für Search and Rescue oder eines für die Kopfgeldjagd und so weiter? Es ist nicht so, dass du eine Lizenz brauchst, um irgendetwas Bestimmtes im persistenten Universum zu machen. Wenn du was tun willst, mach es einfach. Wichtig dabei ist deine Reputation bei bestimmten Organisationen. Sie entscheidet darüber, ob du weitere, schwerere oder vielleicht bessere Missionen bekommst. Habt ihr Pläne, Upgrades oder verbesserte Versionen von Anti-G-Kraft-Anzügen zu verkaufen? So könnte man die G-Kraft-Toleranz erhöhen. Ja, über solche Anzüge haben wir bereits gesprochen, da wir auch ständig Blackouts bei den Tests hatten. Wird das Cockpit-Design in älteren Versionen von Schiffen anders sein? Und wenn ja, kann man die dann auf einem Markt für Sammler kaufen? Wie wäre es, wenn man ein Hornet-Cockpit aus dem ersten Vanduul-Krieg, das vielleicht an den Grenzen des Orion-Systems umhertreibt, oder noch besser, ein Cockpit-Design von vor dieser Zeit finden und bergen können? Ihr dürft nicht davon ausgehen, dass ihr überall, wo ihr vorbeikommt, auf verlassene Schiffe trefft, die ihr ausschlachten könnt. Aber wenn ihr ein älteres Schiff findet, ist es wahrscheinlich, dass es ein anderes HUD-Design hat. Du kannst auch nicht davon ausgehen, dass es noch flugfähig ist, sondern dass du es an Bord nehmen oder abschleppen musst. Wird es möglich sein, dass Organisationen einen Planeten erobern können und ihn zu ihrer Heimatbasis machen und dort zum Beispiel Gebühren für eine Landung festsetzen? Wenn ja, können dann andere Organisationen diesen Planeten wieder zurückerobern? Naja, wenn man den Planeten erobern kann, dann wird man ihn wohl auch zurückerobern können. Aber mal sehen, was sie dazu sagen. Und die richtigen Waffen hast bestimmt. Ja, und die richtige Menge an Leuten wahrscheinlich. Rob sagt dazu, das wird es nicht von Anfang an geben.
Es wird vielleicht ein Ziel für die weitere Entwicklung von Star Citizen sein. Zu Beginn von Star Citizen wird das nur mit Raumstationen möglich sein. Und ja, du kannst sie zurückerobern. Wir müssen uns mal über wichtige Sachen unterhalten. Gibt es eine Chance, dass wir This is Bullshit, Chris Roberts, Shirts, Hoodies, Kaffeetassen oder was auch immer bekommen können? Ich bin der Meinung, das war der beste Kommentar des ganzen PAX East Events. Chris hat gesagt, wahrscheinlich nicht. Wir sind selber sehr traurig darüber. Wir haben uns schon überlegt, selbst eines zu machen. Aber das wäre dann wahrscheinlich unser letzter Arbeitstag bei CIG und wir würden euch sehr vermissen. Wir auch. Ja. Rob sagt, dass das T-Shirt mit der Aufschrift Parker Tyrell for Imperator von Dave Haddock ist, der viele von den Spectrum Dispatch Stories für euch schreibt. Und Parker Tyrell ist einer der Moderatoren aus einer dieser Shows. Mehr von ihm könnt ihr in Spectrum Dispatch der letzten Woche lesen. Ja, und wenn ihr euch diesen Header von diesem Spectrum Dispatch anschaut, dann seht ihr auch das Konterfei von Rob auf diesem Bild. Guckt mal genau hin, dann seht ihr es. Und wir kommen zum MVP, dem Most Valuable Post. Und der geht diese Woche an Amun Kun Su für seinen Post UFO Sightings, aktuelle Fotos, in dem er Fotos mit einkopierten Raumschiffen aus dem Star Citizen Universum zeigt. Dann gab es noch Geschenke von Fans. Wieder einmal. Sie bekamen ein Mini-Aquarium geschenkt. Oh, wie süß. War da was drin? Keine Ahnung, habe ich nicht gesehen. War so klein. Gummibärchen? Nein, Gummibärchen nicht. Dann gab es noch Aufnäher für das Team. Außerdem sagt Eric, dass sie immer noch mit Hochdruck an der Dogfighting-Modul Version 1 arbeiten, damit sie so schnell wie möglich zum Download bereitsteht. Sie testen das Dogfighting-Modul jeden Tag mit verschiedenen Studios. Ja, das könnten sie auch mit uns testen, ne? Am Freitag kommt dann The Next Great Starship, Episode 1.9, also nicht verpassen. Außerdem wird es diese Woche noch ein großes Special zur PAX East geben. Ihr werdet viele Sachen vom Dogfight-Modul sehen, die wir euch zeigen wollten, aber nicht konnten. Chris wird euch einen noch tieferen Einblick in das Dogfight-Modul geben. Vielen Dank an alle Subscriber und Backer, die diese Show und Star Citizen erst möglich gemacht haben. Jo, und das war's schon wieder mit dem Wingman's Hunger. Das war wirklich eine sehr, sehr kurze Episode von Wingman's Hunger. Aber egal, es ist so, wie es ist. Und jetzt kommen wir zu... Ja, zu was kommen wir denn jetzt eigentlich? Zu... Ach ja, zum Fanspotlight. Richtig. Und diesmal geht es um Raumschiffe. Wir bei CIG lieben Raumschiffe. Okay, das ist jetzt kein großes Geheimnis. Vielen Dank an euch Bäcker da draußen. Durch eure Hilfe können wir ein Spiel, das sich mit Raumschiffen beschäftigt, entwickeln. Wir haben sogar eine Show, die sich mit der Erschaffung neuer Raumschiffe befasst. Heute wollen wir uns die Zeit nehmen, um einige von unseren Fans entwickelten Raumschiffen etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Wir haben uns in den Foren umgesehen und nach Modellen gesucht, die unsere Aufmerksamkeit erregt haben. Es gibt natürlich noch viele andere, aber diese hier finden wir besonders interessant. Als erstes haben wir den Bäcker Wim Wam und seine SC Marlin. Wim Wam will mit diesem Schiff einen Schwerpunkt auf Exploration legen. Es ist aber auch möglich, das Schiff zu erweitern, wie ihr es für richtig haltet. Möchtet ihr mehr Laderaum oder etwas mehr Feuerkraft, verändert es einfach. Kommen wir jetzt zum Bolt 377 von Emulated. Dieses Schiff ist ein Frachtschiff und er arbeitet schon einige Zeit an diesem Design. Deshalb hat er nicht nur Bilder von der Außenansicht des Schiffes, sondern auch aus dem Cockpit und von den Mannschaftsquartieren. Dieses Schiff ist für diejenigen in The Verse gemacht, die ihre Hoffnungen in das Transportgeschäft setzen. Für diese Leute sollte genau dieses Schiff sehr interessant sein. Transporter und Exploration sind ein wichtiger Teil des Star Citizen Universums, aber einige unserer Bäcker interessieren sich wahrscheinlich mehr für Kampfschiffe. Und genau für euch ist das Scarab Gunship vom Super Weasel. Das Schiff ist leicht, wendig und hat genug Feuerkraft, es mit den Vanduuls aufzunehmen. Möglicherweise wird die UEE aufmerksam auf dieses Schiff. Tja, das hört sich doch schon mal gut an. Ja. Nun haben wir noch die Osiris von Impala 88. Die ursprüngliche Idee war es, eine kleinere Version der Prometheus zu machen. Aber Impala begann dann einige Dinge zu verändern, die besser zu seiner Vision passten. Das Schiff sieht sehr gut aus und Impala hat schon längere Zeit daran gearbeitet. Er hat sogar Videos von seinem Schiff in einen 3D-Raum gemacht. Die Zeit und die viele Arbeit, die er in sein Projekt investiert, zeigt die Hingabe und seine Liebe zu Raumschiffen. In seinem Thread findet ihr auch noch Konzepte zu anderen berühmten Schiffen.
Seht es euch an und gebt ihm etwas Unterstützung für seine Arbeit. Und die Links findet ihr natürlich auf unserer neuen SCNR-Webseite, die sehr gut bei euch ankommt. Dies sind natürlich wie immer nicht alle Entwürfe aus dem Verse, sondern nur einige, die unsere Aufmerksamkeit erregt haben. Wenn ihr Schiffe entdeckt, von denen ihr glaubt, dass wir sie hier etwas hervorheben sollten, gebt uns Bescheid und wir werden sie möglicherweise in einem der nächsten Fanspotlights bringen. Die Fantasie und Kreativität unserer Bäcker verblüfft uns immer wieder und beeindruckt unser Team und gibt ihm Energie. Macht weiter mit dem Modding und Design weiterer neuer Schiffe, denn wir planen auch weiterhin, dass wir Fan-Raumschiffe in das offizielle Spiel mit einbauen. Dieser Prozess ist zwar nicht ganz einfach, aber Star Citizen ist genauso euer Spiel wie auch unseres. Ohne die Liebe und Hingabe unserer Bäcker, die schon darauf warten, mit ihrem Schiff in The Verse zu starten, würde Star Citizen nicht existieren. Dafür sind wir euch sehr dankbar. Auf zu den Sternen! So ist es richtig. Auch mich geht's bald auf zu den Sternen mit dem DFM. Ja, das soll ja gut werden. Ja. Warten wir es ab. Gucken wir mal. Und jetzt geht's bei uns weiter mit der 7. Schwadron, Episode 8, Teil 1, gelesen von der Lehrer und geschrieben und mit Sound und FX versehen von Sif. Wir wünschen euch gute Unterhaltung. Viel Spaß damit. Die 7. Schwadron, Episode 8, Teil 1. Ian wachte auf, war in den Dreier eingeschlafen und noch immer hielt er den Masaya-Wolf in den Armen. Er zitterte nicht mehr und die gegenseitige Wärme hatte sie die Nacht überstehen lassen. Doch der Wolf rührte sich nicht. Langsam hob sich sein Brustkorb auf und ab, während er leidig wimmerte. Erst jetzt fiel Ian das Blut auf, das sich unter ihnen gesammelt hatte, und erschrocken richtete er seinen Blick auf den Bauch des Wolfes, aus dem immer noch das Blut tröpfelte. Ian zog sich sein Shirt aus und wickelte es um den Bauch des Welpen. Er war alles, was er noch hatte. Ian wollte er nicht auch noch verlieren. So nahm er ihn hoch und ging weiter. Die Sonne strahlte vom Himmel, erhitzte die Umgebung, doch ging er weiter. Er bahnte sich seinen Weg durch die hellen, fast schon weißen Gebirge und nach einigen Stunden erreichte er einen Fluss. Er gab dem Wolf zu trinken, trank selbst und marschierte weiter den Fluss entlang. Er lenkte all seine Gedanken auf den Welpen, um nicht an das schreckliche Massaker denken zu müssen. Er verdrängte diese Gedanken, richtete seine letzten verbleibenden Kraft nur noch auf das Tier. Mehrere Tage verstrichen, in denen er dem Wolf gesund pflegte. Nach einiger Zeit konnte er wieder laufen, fingen sich kleine Tiere und zum ersten Mal fand Hien wieder Hoffnung. Er hatte diesen kleinen Welpen gerettet, der nun wieder lebhaft tobte und sein Freund geworden war. Ein lachendes Gefühl machte sich in ihm breit, das den Hass und die Trauer überlagern konnte, als er den kleinen Wolf dabei zusah, wie er durch die Gegend lief und spielte. Es gab nur Hien und den Wolf, nichts anderes, log er sich an. Es gab nur die beiden. Weitere Tage verstrichen, in denen Hien kaum etwas gegessen hatte, ihn verließen die Kräfte, doch wich ihm der Wolf nicht mehr von der Seite. Er war nicht allein, alles andere spielte für ihn keine Rolle und so durchstreiften sie weiter die Gebirgslandschaften. Doch nach einigen Stunden ertönte ein lautes Grollen. Der Wolf stellte sich vor Hien, knurrte die Bergkuppe an, von der das Grollen ertönte, als plötzlich ein olives Raumschiff über dieses schoss. Hien rannte zum Wolf, nahm ihn in den Arm und rannte weg. Doch das Raumschiff überkreiste ihn nun und schnitt ihm den Weg ab, als es landete. Hien erstarrte, erneut machte sich Angst in ihm breit. Und der Wolf sprang aus seinem Arm und stellte sich schützend vor ihn. Die Seitenluke ging unter einem Zischen auf und einige Gestalten in Olivenanzügen traten hinaus, mit erschrockenen Augen und offenen Mündern. Ein Mann trat auf ihn zu und fragte mit flacher Stimme, »Mein Gott, was ist mit dir passiert? Was machst du allein hier draußen?« Ian antwortete nicht. Mit festem Blick sah er den Mann an, der einen Schritt auf ihn zuging. Doch sofort knurrte der Welpe ihn an und bellte einige Male. Der Mann blieb stehen und sagte mit sanfter Stimme, »Ist das ein Masaya? Junge, bist du irre? Komm mit, ich tu dir nichts. Du musst das essen.« Hien wich zurück. Seine Augen füllten sich mit Tränen, während er vorsichtig einen Schritt nach hinten machte.
Ich will dir doch nur helfen. Sag mir, was ist geschehen? Bekräftigte der Mann und schenkte ihm ein Lächeln. Jens Kinn begann zu zittern und kopfschüttelnd wich er weiter zurück. Ein anderer Kerl mischte sich ein. Wenn er nichts will, dann lass ihn noch eben hier. Doch der Mann erwiderte, das ist ein Kind, Private. Wir werden es sicherlich nicht hier in der Einöde lassen. Er richtete sich wieder zu Jens und ging nun mit festen Schritten auf ihn zu. Doch der Wolf sprang den Soldaten an und biss ihn ins Bein. Dieser schrie kurz auf und verpasste dem Wolf einen Tritt. Jaulend flog dieser auf die Seite und Jens stürmte los. Lass ihn in Ruhe! Mit wedelnden Armen ging er auf den Soldaten los, doch dieser griff nach seinen Armen und versuchte ihn zu beruhigen. Es ist nur zu deinem Besten, halt still! Doch Jens zappelte weiter und ein anderer Mann packte ihn und hielt ihn fest. Sie zerrten ihn in das Raumschiff und Jens fing an zu weinen, während er versuchte, sich weiter zu befreien. Er sah zu dem Wolf, der nun wieder regungslos am Boden lag, und schrie weinend, »Lasst mich los! Ihr habt ihn verletzt! Es ist doch nur ein Welpe, er wird sterben, wenn ich mich nicht um ihn kümmere! Lasst mich los!« Ian brach weinend zusammen. »Warum tut ihr das? Er hat euch doch nichts getan, er ist mein Freund!« Die Seitenluke verschloss sich vor Ians Gesicht und Ians Herz pochte wie wild, als er den letzten Blick auf den kleinen Welpen warf, der regungslos auf dem Boden lag. Erneut übermannten ihn sämtliche Trauer und er weinte sich die Seele aus dem Leib, während der Mann ihn versuchte zu beruhigen. »Es ist alles in Ordnung. Du bist in Sicherheit. Es wird alles gut werden.« Doch Ian wollte nicht, dass alles gut werden würde. Er wollte zurück zu dem einzigen Freund, den er noch hatte. Das Raumschiff startete unter einem Tosen und flog davon. Ian beruhigte sich nicht, ehe er mit dem einzigen Gedanken, den er noch hatte, in Ohnmacht fiel, dass er wieder alleine war. Ians Augen öffneten sich langsam und ein dröhnender Schmerz hatte sich in seinem Kopf breit gemacht. Alles wirkte verschwommen. Doch sah er immer noch lodernde Flammen, die den Hangar in Brand setzten. Hunderte von rotglühenden Funken schwirrten durch die Luft und setzten den Hangar in ein beängstigendes Schauspiel. Doch nun tauchte ein dunkles Gesicht vor ihm auf. Die Maske des Phantoms. Bova. Eines seiner blauglühenden Augen flackerte nur noch und die Hälfte seiner Maske war verschmort, sowie seine gesamte rechte Körperhälfte. Doch er lebte noch immer und augenblicklich quoll der Hass aus Hiens Tiefen hervor. Bovas Maske wurde größer, ehe er nur einige Zentimeter vor Hiens Gesicht stoppte und diesen haargenau unter die Lupe nahm. Die beiden glühenden Augen sahen ihm tief in die Augen, als Bova mit seiner eiskalten Stimme sagte, »Ich verstehe dich nicht, Richter. Du scheinst allem zu trotzen und doch rennst du vor deiner Vergangenheit davon.« Ian wollte ihn angreifen, doch verhinderten Energiefesseln, dass er sich rührte und so warf ihm einen verächtlichen Blick zu, ohne zu antworten. Bova richtete sich wieder auf, doch blickte ihn weiter mit den ausdruckslosen Augen an. Wenn ich eines weiß, dann ist es, dass man das Leben schätzen sollte, das einem gegeben wurde, auch wenn es noch so schmerzhaft war. Ian knirschte mit den Zähnen. Was ist mit all den Leuten, die wegen dir nicht mehr existieren? Heuchle nicht, dass dir das Leben etwas wert ist. Ich schätze das Leben und ich wollte mir meines zurückholen. Doch dann kamst du und dein Squad. Ich gratuliere dir, Richter. Du hast es geschafft. Der Kreuzer ist gerade im Begriff, den Hauptangriff der Vanuul zu zerschlagen. Bova setzte die Sätze, als bedeuteten sie ihm nichts. Es war die pure Gleichgültigkeit und Emotionslosigkeit, die ihn durcheinander brachte. Er konnte keinerlei Zorn über seine Niederlage ausmachen. Keine Wut, dass er seine Ziele nicht erreicht hatte. Oder spielte er wieder nur mit ihm? Ian knurrte ihn an. Was soll das alles? Wieso mussten so viele Menschen sterben? Wieso willst du eine Kolonie zerstören, der es den Leuten auch so schon schlecht genug geht? Bova wandte seinen Blick ab und ging auf der Stelle hin und her. Sein Gang spiegelte die pure Ruhe wider. Der Widerstand, er hat die Wahrheit gesagt. Die UE sollte versagen, doch war ihm nicht bewusst, in welchem Ausmaß. Hier geht es nicht nur um Muna 15. Es ging um jede Kolonie in den äußeren Systemen, die keinen Schutz von der UE erhält. Muna sollte geopfert werden, damit andere Kolonien die Kraft bekommen, sich von der UE loszusagen. Eine Kolonie, die durch die UE bei Kampfhandlungen zerstört wird, der Imperator könnte bei diesem Druck nicht mehr standhalten. Ian war fassungslos und seine Gedanken richteten sich an die hunderten Menschen, die dafür ihr Leben lassen mussten. Es ging nur darum, ein Zeichen zu setzen, dass die äußeren Systeme alleine besser dran sind? Ian brüllte.
Deswegen mussten Hunderte und sollten Tausende von Menschen sterben? Boba fuhr fort. Gerade du müsstest doch wissen, dass die UE nichts für den Schutz dieser Systeme unternimmt. Rechne zurück, wie viele Menschen wegen mangelndem Schutz umgekommen sind. Und dann rechne vor, wie viele hätten gerettet werden können, wenn wir Erfolg gehabt hätten. Ein Piratenangriff auf Prime wäre unter einer selbstständigen Kolonie vermutlich nie passiert. Ist es nicht so, dass es nicht mal Ermittlungen zu dem Vorfall gab? Ians Herz fing wieder an zu rasen. Seine Vergangenheit schien einen Kampf mit seiner Vernunft auszufechten. Und so sagte er unter einem verächtlichen Schnauben: Und das gibt dir das Recht, alles und jeden zu verraten und zu töten? Rova blieb stehen und richtete seinen Blick auf ihn. Nein, die UE gab mir das Recht dazu, als sie mir mein Leben nahm. Der Widerstand? Simmons? Sie wussten nichts davon? Ich habe Simmons und Victor ein Angebot unterbreitet. Eine sichere Kolonie, nach nur einem Konflikt. Doch es musste ein großer Knall werden, da die UE ansonsten nicht reagiert hätte. Also habe ich die Vandul hierher gelockt, um diesen Angriff zu provozieren. Die 4. Army-Division traf ein und begann, sich die Schlinge zuzuziehen. Ich habe eure Absatzzone dem Vandul übermittelt. Ich habe eure Kommunikation gestört. Die Widerstandskämpfer haben mir den Rücken freigehalten, im Glauben, dass es um ihre Heimat ginge. Nur noch der Atmosphärengenerator hätte zerstört werden müssen. Beschossen von einem UE-Kreuzer. Ians Zorn loderte innerlich auf, als er hörte, dass Bova nicht für eine Sekunde diese gleichmütige Stimme verlor und zornig antwortete: Und dann wärst du zufrieden gewesen? Du bist wahnsinnig. Bova nickte. Ja, vielleicht ist dem so. Doch Zufriedenheit wäre das Letzte gewesen, das ich gespürt hätte. Weißt du, private Sicherheitsdienstleister, PMCs und Dutzende Söldnergruppierungen stehen Schlange, um für die Sicherheit der äußeren Systeme einzutreten. Nur die UE steht dem im Wege. Und mir würde ein Vermögen zugesichert, wenn die äußeren Systeme empfänglich für ihre Dienstleistungen wären. Es ist ein Milliardengeschäft, wenn sie die äußeren Systeme erschlossen hätten. Und ich hätte genug finanzielle Mittel gehabt, um mich und mein Leben freizukaufen. Irgendwo ein neues Leben zu beginnen. Ian schüttelte fassungslos den Kopf. Es ging nur um Geld, du Widerlicher. Du hast mir nicht zugehört. Es geht um mein Leben. Das Geld ermöglicht mir dieses. Ich bin ein Phantomrichter. Glaubst du, man kann einfach so kündigen? Mit allen Geheimnissen und Fähigkeiten, die man in sich trägt, glaubst du, dass die UE eine Investition einfach so gehen lässt? Die einzige Zukunft, die ein Phantom hat, ist der Tod im Dienst der UE. Ian kochte innerlich vor Wut und sein Blick verfinsterte sich. Bova hockte sich nieder, sah ihn in die Augen und flüsterte: Es gibt dann nur noch eine Sache, die wir zu Ende bringen müssen. Fortsetzung folgt. Einfach super. Vielen Dank für die viele Arbeit, die ihr bei euch da macht. Dann gab es diese Woche noch der Next Great Starship Episode 1.9. Und die Teams haben die dreiwöchige Pause wirklich sehr gut genützt, um ihre Entwürfe zu verfeinern. Schaut einfach mal rein. Dann haben wir noch sehr lange darauf gewartet, auf das Video, das uns Chris Roberts versprochen hat. Und zwar die Bilder von dem Dogfighting-Modul auf der PAX East, die aufgrund technischer Schwierigkeiten nicht zu uns rüberkommen konnten. Aber bis jetzt hat sich da leider noch nichts getan. Und deswegen machen wir jetzt weiter mit dem Galactic Guide für das Odin-System. Gelesen von Fugal Akaseni. Viel Spaß damit! Odin-System. Das Odin-System wurde im Jahr 2532 entdeckt. Auf den ersten Transitprotokollen wurde es als Odom bezeichnet. Und es war eines der ersten von den Menschen erreichten Sonnensystemen während der ersten Expansionswelle. Vor ca. 50 Jahrtausenden, einem kurzen Augenblick in der geologischen Geschichte, war das System das Zuhause von mehreren funktionierenden, lebendigen Ökosystemen, die dem Erde nicht unähnlich waren. Das alles änderte sich sehr schnell, als die Sonne des Odin-Systems zu einem weißen Zwerg kollabierte. Die erste Schockwelle löschte das Leben auf den ersten Planeten völlig aus und brachte die Biosphären der anderen zum Kochen, was alle Lebensformen ebenfalls sehr schnell getötet hat. Als die ersten Explorer der Erde den Planeten betraten, fanden sie eine eisige, felsige Welt vor.
Der Gedanke, dass man auf dieser Welt eigentlich nur Bergbau betreiben konnte, war sehr naheliegend. Aber da es in diesem System kaum Sprungpunkte gab, wurde schnell klar, dass man hier keine Bergbauoperation durchführen konnte. Das System hatte keinerlei strategische Bedeutung und es gab auch keine Welt, die man terraformen konnte. Also wurde dem Odin-System das traurigste Schicksal zuteil, das es für ein Sternensystem gab. Es wurde ein Waffentestgebiet. Im frühen 27. Jahrhundert wurden die dämonischen Felsen der Odin-Kernwelten von den experimentellen Waffen, die an das UII-Militär verkauft werden sollten, schnell eingeebnet. Vor kurzem zog Odin die Aufmerksamkeit von bekannten Geobiologen auf sich, die der Regierung vorwarfen, dass sie Unternehmen wie Bering erlaubten, die ansonsten gut erhaltenen Fossilien einfach auszulöschen. So könne man die Geschichte des Lebens auf Odin nie rekonstruieren. Es wurde eine Save the Fossils, rettet die Fossilien, Bewegung gegründet, die auch schnell in der populären Kultur Anhänger fand. Aber das Interesse daran verblasste schon nach kurzer Zeit wieder. Das Odin 1 Asteroidenfeld, genannt The Belt, der Gürtel, ist das wahrscheinlich interessanteste Gebiet im ganzen System. Die Überbleibsel der Katastrophe, die den ersten Planeten völlig zerstört hat, ist ein schier endloses Feld von Mineralien. Hier wurde schon alles von Grundrohstoffen über Schwermetalle bis hin zu äußerst wertvollen und unverwechselbaren Edelsteinen gefunden und es wird vermutet, dass es noch mehr von allem gibt. Offiziell hat die UII den Bergbau in diesem Gebiet verboten, aber sie haben keine Truppen im System stationiert und drücken auch mal ein Auge zu. Aber es gibt größere Gefahren als die Gesetzgebung für diejenigen, die versuchen, hier mit Bergbauoperationen ihr Glück zu machen. Eine davon ist ein elektromagnetisches Phänomen mit dem Namen Arch Charges. Dieses Ereignis tritt auf, wenn Teile des sehr stark eisenhaltigen Kerns des Planeten mit anderen stellaren Materie in Kontakt kommen. Die Arch Charges sind tödlich für jedes Schiff, das in ihrer Umarmung gefangen wird. Es sind schon so viele Schiffe dabei vernichtet worden, dass die großen Bergbauunternehmen es aufgegeben haben, Petitionen beim Senat für die Erteilung von Schürfrechten einzureichen. Für Schiffe mit sehr starken Schutzschirmen müsste es aber möglich sein, dort zu operieren. Aber der beste Rat ist, bleibt einfach weg vom Odin-System. Denn wenn es nicht die Arch-Charges sind, die dich umbringen, dann sind es mit Sicherheit die Piraten, die sich hier herumtreiben. Eine Gruppe von gut bewaffneten Piraten, die scheinbar immun gegen diese elektromagnetische Phänomene sind, treiben hier ihr Unwesen. Es wird vermutet, dass sie tief im Asteroidengürtel eine Basis haben. Es gibt über diese Gruppe keine Informationen, weder über ihre Organisationsstruktur noch zu wem sie gehören. Es ist nur bekannt, dass sie Hit-and-Run-Angriffe im Umkreis von einem oder zwei Sprüngen um das Odin-System durchführen. Ebenfalls ist es unbekannt, welche Auswirkungen ihre Angriffe auf Waffenschmuggler und die Bergbautätigkeiten von denjenigen, die schnelles Geld in The Belt verdienen wollen, haben. Odin 2 und Vili. Odin 2 befindet sich angeblich im grünen Band des Sterns und das, obwohl der Planeten nur das bisschen Atmosphäre hat, das sich natürlich in den letzten 50.000 Jahren angesammelt hat. Offiziell ist Odin 2 eine UII-Basis für Militäroperationen und außerdem temporär die Heimat der Deep Freeze Expedition. Wissenschaftler und Militäreinheiten üben hier den Kampf in transpolaren Gebieten, aber niemand lebt permanent auf diesem Planeten. Der größte Teil der Oberfläche ist verschleiert, da dort Waffentests durchgeführt werden. Die äquatoriale Ebene ist mit Roboterlaboren von A&R Bering und anderen übersät. Allerdings ist der Mond von Odin 2, Vili, das wohl bekannteste Waffentestgebiet im ganzen System und wahrscheinlich auch in der ganzen Galaxie. Ein Großteil der Fläche wird ausschließlich von der Bering Applied Technology Abteilung genutzt und ein sehr bemerkenswerter Prozentsatz der Munition, die in den letzten 10 Jahren von Menschen verbraucht wurden, sind auf diese leblosen Felsformationen abgefeuert worden. Die Forschungslabore der BAT befinden sich tief unter der Oberfläche des Mondes, geschützt vor neugierigen Augen und Sensoren. Es gibt dort Testbereiche und verschiedene Fabriken zur Unterstützung der Forschung, wie zum Beispiel Antimaterie, Raffinerien, Chemiefabriken und so weiter, und einige wenige von Menschen bewohnten Bereiche. Ein Teil des Mondes, und dies ist der einzige Ort im ganzen Sternensystem, ist für Besucher geöffnet.
Die Relay Station ist eine schneebedeckte Basis, die von der UEE errichtet wurde, damit es der Regierung und zivilen Auftraggebern möglich ist, Nachschub auf den Mond zu bringen und Waffen, nachdem sie getestet wurden, in die UEE zu bringen. Die Relay Station ist nicht gerade der einladendste Ort in der Galaxie, aber es gibt dort genug zu tun, um Reisenden zu beschäftigen. Nahrungsmittel und Medikamente werden hier immer gebraucht und einige Piloten haben schon davon berichtet, dass man hier gelegentlich Ausrüstung auf militärischem Niveau bekommen kann, die von der UEE nicht verwendet werden. Odin 3 und 4. Der zweite Planet im Odin-System, Odin 3. Die Einheimischen bestehen notorisch darauf, dass The Belt der erste Planet des Systems ist und versuchen sogar den offiziellen Sternenkatalog dahingehend zu beeinflussen, ist eine weitere unbedeutende tote Welt. Auch wenn Waffentests hier offiziell verboten sind, ist die Oberfläche zu Asche verbrannt und bis zur Unendlichkeit verstrahlt. Ein berühmtes Bild, das während der Save the Fossils-Kampagne aus dem Orbit des Planeten aufgenommen wurde, zeigt einen riesigen, glühenden, dreieckigen Einschlagkrater auf der Oberfläche. Allerdings leugnen militärische Quellen, dass es eine Waffe gibt, die solche Schäden auf einer Planetoberfläche anrichten kann. Odin 4 ist ein Gasriese und beheimatet eine von der UEE geförderte Hydrogenraffinerie und ein Tanklager, das sich in einer geostationären Umlaufbahn befindet. Während die Station eine menschliche Besatzung hat, ist das Tanklager völlig automatisiert und es ist deshalb nicht ungewöhnlich, dass wenn man dort Treibstoff aufnimmt, man keinen einzigen Menschen zu sehen bekommt. Raumschiffsbesatzung wird von einem Zwischenstopp auf Odin 4 abgeraten, da es auf der Station nur wenige Quartiere gibt, die dazu noch in einem schlechten Zustand sind. Allerdings sind in dieser Gegend die Treibstoffpreise sehr niedrig und es lohnt sich durchaus, einen Sprung in das Odin-System zu machen, um ein größeres Schiff aufzutanken. Reisewarnung: Wir sagen nicht, geht dort nicht hin, aber wir sagen, wenn ihr dorthin geht, bleibt sehr aufmerksam. Schöne Reise. Vielen Dank, Semi. Das hat uns wieder sehr gut gefallen. Ja, und da das Video von Chris Roberts, The Man Himself, immer noch nicht online steht, gehen wir jetzt zum traditionellen Eiergaug antrinken. An die Ostsee, denn wir sind hier im Urlaub und hier lebt man nach dem Motto, wenn ich die See sehe, brauche ich kein Meer mehr und deswegen kommen wir jedes Jahr wieder hierher. Genau, also diese Sendung habt ihr aus unserem Ostseestudio vom Planeten Erde gehört und deswegen bitten wir auch, die Tonqualität etwas zu entschuldigen. Denn das Kreischen im Hintergrund sind die ätzenden Möwen. Genau so ist das. Und das SCNR-Team wünscht euch frohe Ostern und lasst es euch gut gehen über die Feiertage. Und fröhliches Ostereier suchen. Bis zum nächsten Mal, Sternenbürger. See you in the verse. Hier war wieder euer Star Citizen News Radio. Bis bald.